Wo fahren wir jetzt heute hin? Heute? Ja. Heute fahren wir fischen, Riegbergpass, Hittisau, Richtung Oberstaufen, also Krumbach, Oberstaufen, Immenstadt, Sonthofen, fischen. Super. So Gerhard, jetzt fahren wir Richtung Riedbergpass, gell? Von Tischen aus. Ich schwitze jetzt schon, obwohl wir jetzt ankommen. Aber ich glaube, da zieht es jetzt dann auf. Ich glaube 500 oder 600 Höhenmeter, gell? Ja, ja, klar. Wenn nicht sogar mehr. Wir müssen nur aufpassen, Gerhard, weil heute am Sonntag bei dem schönen Wetter sind viele Motorradfahrer unterwegs. Und die sind gefährlich, wenn wir da im Radeln auffahren. Das haben sie schön gemacht, gell, mit der Umrundung. Wenn wir in den Pass drin, wie viel Prozent hat es da vorne? 16%. Das ist der erste Anstieg. Ja. Oh, schau an, wie die jetzt runterkommen da. Ich glaube, das geht bis auf 18%, gell? Da gibt es leider jedes Jahr ein, zwei Tote, gell, auf der Strecke hier, Motorradfahrer. Das reicht gar nicht, gell? Jetzt sind zwei Motorradfahrer in der Kurve zusammengefahren. Einer war tot, der andere schwer verletzt. Mädli. Aber Gerhard, mit dem normalen Mountainbike bin ich die Strecke mal runtergefahren mit der Höchstgeschwindigkeit 85. Ja? Nö, nö. Ja? Ja, du Maxim. Mannenkopfhütte. Ganzjährig geöffnet. Das ist der Besler. Wunderbar. Mit Tobel haben sie eine Aussichtsplattform gebaut. Toll. Da kann man auch die Hirsche beobachten. Nein. Überhaupt nicht. Das muss ganz neu sein. Ist ganz neu, gell? Aha, danke. Sehr schön, ja. Kann man das Wild beobachten, glaube ich, gell?
Normal, Gerhard, um die Jahreszeit liegt da herum schon Schnee. So, jetzt haben wir den höchsten Punkt erreicht vom Rittbergpass. Jetzt kommt der wunderschöne Abfahrt nach Balderschwang. Rietbergpass 1409. Von 780 sind wir weggefahren. Schaut mir schon ähnlich. Gell? St. Hatti ist das, weißt du? St. Hatti. Der Schlappi. Ja. Vier Jahreszeiten im Balderschwang. Das stimmt. Jetzt im Vordergrund sieht man die Bregenzer Berge. Da unten ist der Bodensee. Aber man sieht schon, vom Bodensee zieht schon die Schlechtwetterfront auf. Morgen soll es ja nicht mehr ganz so schön sein wie heute. Solange der Föhn bei uns hält, bleibt es da unten. Aber sobald der Föhn zusammenbricht, wird es bei uns auch schlecht. Sind so toll da. Weißt du, hinten ein bisschen verdeckt. Ja, ja. Und das, sind schon, das ist schon der Schweiz, Gerhard. Ja, das sind die und das Zeug ist das, weißt du? Ja. Noch 100 Meter sind wir in Österreich, da vorne ist die Grenze jetzt. Ja, ja. Das Weiße Haus war früher die Grenzgänger. Grenzstation, Grenzgänger. Ja, ja. Ja genau, da war der Schlagbaum. So, jetzt sind wir in Österreich. Gerhard, hast du Lire dabei? Ah, Lire, Schilling. Ja. Da ist die Staatsgrenze, Gerhard. Ja, ja. So, ja? Da ist die Staatsgrenze, genau hier. Don't need someone to save.
in der Filiale von der Breitach gelandet. Das sind da vielleicht schwarze Viecher. Leco mio. Boah. So, links geht's nach Siebrats Quell. Geradeaus Bregenz Hittisau. Jetzt sind wir in Hittisau. Da sieht man schon, rechts geht's weg nach Krumbach, Oberschlaufen. Da gibt es ja ein wunderbares, sehr gutes Kaffee, hat aber leider am Sonntag zu. Ja, fahr noch zu. Schöner Ort mit den Häusern und mit Schindeln. Haben es super gemacht. So, jetzt sind wir wieder in Deutschland. Bundesrepublik Deutschland. Nuss auf Brot, klar. So, jetzt geht's rauf nach Oberstaufen. Das ist die Enzian. Enzianhütte. Da ist auch was los, ja? Es hat vorhin auch 16% gehabt. Echt? Aha. Schrot, Heilbad, Oberstaufen. Jetzt haben wir so uns Weizen verdient, ja? Hast du da rein, wenn es darf? Hast du aber Glück gehabt? Kennt schon wieder alle.
Na, eine kleine Rundreise durch Oberstaufen. Aber Gerhard, Ende Oktober noch kurz fahren, gell? Das ist schon Wahnsinn. Also das ist der Bahnhof von Oberstaufen. So. Wird ja früher dunkel, weißt du? Ja, freilich. Der große Alpsee. Wunderbar. Das hat immer Schattenloch. So, jetzt sind wir in Bleichach. Von Bleichach geht es Richtung Holsterlang nach Fischen. Schaut euch das mal an. Wunderschön.